Jetzt läuft's, ja. Ja, also nochmal, ich bin jetzt hier beim Landgericht mit einem anderen Anwalt. Der erste hat nicht das richtig gecheckt, was eigentlich los ist. Der zweite wollte es erst auch nicht, aber jetzt doch. Es geht darum, dass ich nicht wegen eines Videos angeklagt worden bin, sondern es handelt sich um zwei Videos. Das ist der ganze Radius knapp. Da schauen wir mal heute, was da aus wird. Okay, ich kann nur das sehen. Ja, die sind aber so hintereinander geschnitten, dass jeder erkennen, dass jeder sehen muss, dass es nur eins ist. Das ist ja die Presse. Na ja, dann schauen wir mal, was da noch aus wird. Ja. Gut, gehen wir so langsam rein. Okay. Ja, wie nicht anders zu erwarten, Bewährung, der Walter hat es geschafft. Habe ich Ihnen ja gesagt gehabt, die werden Sie nie und nimmer für das dann ins Gefängnis werfen. Die werden auf Bewährung werden sein, gesetzt und damit hat sich dann der Kuchen. Jetzt müssen Sie nur abwarten, Sie wieder die ganzen Stunden da alles füllen. Jetzt müssen wir abwarten, die Bewährungszeit 4 Jahre, werde ich auch noch. Allerdings 4 Jahre, ja, ist richtig. 4 Jahre, also 4 Jahre ist rausgehalten. Ja, sozusagen, ja. Ja, so ist das. Und jetzt gehen wir lecker Steak essen. Nehmen wir. César. Fragen hier von Herrn Walter zu wissen ist, die Richterin hat gleich zu Anfang den Fehler gemacht und hat das Urteil von Anfang an schon festgelegt vorgelesen. Da sagte sein Anwalt dann zur Richterin, ist aber nett, dass sie das Urteil, was eigentlich am Ende gesprochen werden sollte, schon am Anfang vorlesen. Da hat sie so, und ich saß da und dachte so, ist das peinlich. Und dann hat die Richterin noch einen zweiten Verfahrensfehler gemacht. Sie hat seinen Anwalt, hat sie zuerst das Schlussplädoyer halten lassen und dann die Staatsanwältin. Das darf man nicht. Erst Staatsanwaltschaft, dann die Verteidigung. Also die Richterin war entweder nicht gut drauf oder sie hat ihren Snickers nicht gegessen, was auch erklären würde, warum die noch essen gegangen sind, bevor der Urteil denn kam. Die sind essen gegangen und haben uns da über eine Dreiviertelstunde lang warten lassen, damit sie ihre Zeit rumkriegen und wir nachher ihre Stunden abbezahlen, sich lassen zu können. Ne? Also was mich, ehrlich gesagt, als einziges gewundert hat, ist, dass die Staatsanwältin auch auf Bewährung plädierte. Das habe ich Ihnen ja mehrfach gesagt, weil die Gefängnisse rappelvoll sind. Das ist der Punkt. Die wollen sie ja nicht reinhaben, weil wir haben jetzt durch die ganzen ukrainischen Flüchtlinge und allgemein durch die ganzen Flüchtlinge seit 2014-15, die Gefängnisse sind so voll, dass der Wolfram Marat hat mir gesagt, dass wir hier nur allein in Berlin 300 Totschläger und oder Mörder haben, die hier frei rumlaufen, aber die sind nicht auf der Flucht, sondern sie warten, dass endlich eine Gefängniszelle frei wird. Ja. Und dann kommen sie oder ich daher und die können uns gar nicht reinschmeißen. Weil die wollen sie dem deutschen Volk verklickern, dass sie jemanden, der da irgendein, was weiß ich, da irgendwie Hupsi-Dudel, da irgendeinen Satz da gesagt hat, da, der irgendwie rausgerutscht ist da versehentlich, ach, sie sollen ins Gefängnis, aber Abdullah, der da 5 Menschen abgeschlachtet hat, der darf weiterhin warten. Ja, nee, können sie vergessen. Naja, sie aber das Volk nimmt doch alles hin. Naja, okay, auch wieder. Das Volk lässt sich doch von vorne bis hinten belügen. Nicht alleine schon mit den Masken und also nur das, wenn ich an andere Sachen darf man ja gar nicht sagen. Ja, nee, lass mal. Ja. Sagen. Ich habe nur geärgert, wie die Staatsanwältin denn auf mich da hinten verwiesen hat. Ja. Egal, was ich da hinten gemacht haben soll und so weiter, egal wer ich bin, was habe ich denn jetzt auf der Zuschauerbank damit zu tun, dass sie da jetzt da wegen was auch immer da vor gerichtet sind. Achso, also weil Dennis Inge Schulz da hinten auf der Zuschauerbank sitzt, sind sie schuldig zu sprechen. Weil das ist so eine Scheiße. Ich wusste nicht mal, was für eine Begründung sie ansetzen soll. Ja. Ich hatte gestaunt, dass die Richterin gar nicht mit mir sprach. Sondern ganz was anderes. Ich glaube, die Richterin, die war
richtig blutjung. Die hat die ganze Zeit an ihren Fingernägeln da irgendwas da rumgespielt und mit ihrem Kugelschreiber. Die hat die ganze Zeit dämlich gegrinst und so weiter. Ich glaube, die ist noch nicht lange da. Das war wahrscheinlich hier, was weiß ich, der 10. oder 20. Gerichtsverfahren oder so. Ich habe so das Gefühl, die war noch blutjung gewesen. Und was hat meine Staatsanwältin gesagt jetzt? Sie ist schon seit über 30 Jahren dabei als Staatsanwältin? Also ich kann das immer nicht sagen, weil ich so schwerhörig bin, dass ich die Staatsanwältin gar nicht verstanden habe. Ich habe selbst neben mir den Rechtsanwalt ganz schwer verstanden. Ich wusste ja, was er sagt vorher. Aber trotzdem habe ich nicht verstanden. Dann, und die Richterin nur ab und zu mal. Aber auch nur auf Aufforderung. Wo ich sagte, also, wie war das, wie war das, wie war das? Also wenn ich mich nicht verhört habe, sie sollte wirklich gesagt haben, sie ist seit 30 Jahren Staatsanwältin. Da muss ich aber sagen, hat sich die Frau echt gut gehalten. Dann sieht die also, okay, also für eine 60-Jährige sieht sie dann aber... Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, glaube ich auch nicht. Die war noch keine 60. Nee, niemals, das glaube ich auch nicht. Ich meine, die war zwar etwas fett und dünn, aber hat sich aber angenehm, das Äußere hat sich aber... Die war also ein sogenannter... hat sich gut gepflegt... Ein gesunder Marshmallow. Ja, genau. Ja, das war interessant. Aber ich habe auf jeden Fall recht behalten. Sie werden nicht ins Gefängnis gehen. Ich habe es Ihnen von Anfang an gesagt. Naja, sagte am Anfang der Anwalt ja auch, also in den Vorgesprächen. Die sagen aber, das immer, die wollen doch, dass sie denn ruhig bleiben. Halt. Aber ich war, ja genau, ich war aber äußerst skeptisch. Ich weiß eben, wie das bei Gerichten so läuft. Das war ja nicht mein erster Prozess, das war ja ungefähr der... Hey, ich habe gehört, 11 Mal waren sie schon vor Gericht gewesen. Ach, 11 Mal? Hab ich zugehört, ja. Also wenn jemand, der 11 Mal vor Gericht stand, nicht ins Gefängnis geworfen würde, das wegen deren Lieblingsthema, ne? Ja. Dann braucht Icke und hier der Nikola Nährling, die brauchen sich, also er braucht sich auch keine Gedanken machen, da wird nichts passieren. Ach, der Nährling ist auch angeklagt? Ja, natürlich, der wird auf seinen Geburtstag genau, hat er seinen Gerichtstermin. Gegen was denn? Alles dasselbe. Ja, das ist dasselbe, ja. Brauchst sich Nikolai auch keine Gedanken machen. Wegen Aufklärung. Ich habe immer gesagt, was machen die da oben, wenn die Gefängnisse rappelpappel voll sind und hier ein Klientel zu uns herkommt, die ja nicht lange fackeln. Die zucken erst das Messer und stechen zu und fragen dann irgendwelche Fragen, wenn überhaupt. Ja. Und wenn wir davon immer mehr haben, immer mehr, und dann auch noch ein Krieg da drüben, und jetzt kommt ab dem... Haben Sie schon gehört? Ab dem 1. Juli diesen Jahres. So, fangen wir mal ganz langsam an. Oh. So, machen wir extra. Ketten. So, was ist das? Das ist das extra Sauerrahm für Ihre Backkartoffel. Ach. Ja. Naja, ich bin ectomorph aufgebaut. Also ich habe auch keine Angst zu haben, dass ich zu fett werde. Ja, den Pech habe ich leider. Sondern im Gegenteil, ich muss um jedes Gramm kämpfen. Lass laufen, das doch. Dann können die Leute zum Beispiel sehen, hier, das habe ich bekommen, ne? Ein Thunfischsalat, weil ich muss wegen meinem Fitness muss ich ein bisschen auf meine Linie haben. Übrigens, zum ersten Mal wurde ich fett. Das war, als ich in Haft war. Das war ein ganz neues Erlebnis. So, eine Kartoffel. Wunderbar, danke. Was Steak dazu? Super. Na, da haben wir ja alles, also besser geht's nicht, danke. Ja, also als ich in Haft war, also hatte ich auch jemanden... Mein Kameramann will wahrscheinlich die Pommes wieder nicht haben. Also als ich in Haft war, habe ich eine ganz neue Lebenserfahrung. Ich war immer viel Spack. Ja. Aber richtig Spack. So, dann habe ich auf einmal... Das war nämlich Zufall, also ich war ja im offenen Vollzug. Offener Vollzug heißt, die Zellen sind alle offen, man kann auf der Grund stehen, man kann normal in den Garten gehen, also das ist dann so, das ist der offene Vollzug. Und ab 22 Uhr wird dann erst abgeschlossen. So, und ich hatte eine Clique,
muss ich auch mal sagen, auch in Haft ist das Leben nicht anders als draußen. Auch da bilden sich Kriegen. Und ich hatte eine Kriege von mir, war, ich kannte jemanden, der war Koch. Also der war kein Koch, der war Hobbykoch. Und immer wenn dann Leute Ausgang hatten, das gab es immer, der wurde dann beauftragt, Essen mitzubringen. Bei dem ja bei dem Tag irgendwas zu essen und Kuchen. Und ja, da bin ich dann richtig fett geworden. Ja, wenn du den ganzen Abend dann da in deiner Zelle da rum auch nicht viel bewegen kannst, meine. Also das war dann bei mir in Moabit, als ich dann in Moabit war. Da war ich eine Woche. Ja, das war ja auch ein Erlebnis. Also es war wirklich ein Erlebnis. Ich bin ja dann überführt von Brandenburg. Ja, hier, ach Morbi. Mit Knastgerüst. War auch interessant. Auch da bilden sich dann Gruppen. Mit dem einen kann man quatschen, mit dem anderen nicht. Also ich wäre auch nicht gestorben, wenn ich jetzt in Haft gekommen wäre. Das wäre nicht. Geht es nicht, aber ich möchte ungern meinen Bruder und meine Mutter alleine lassen. Ich schaffe mir doch jetzt gerade ein Haus hier an. Mein Katzenkratzbau, meine Spezialanfertigung, halt schon bestellt. Und wie sieht denn das aus, wenn ich im Knast sitze und mein Kater ist dann in unserer Wohnung? Der kennt sich dann ja nicht. Ja, genau. Dann zieht mein Bruder ihn dann nachher groß. Dann hat mein Bruder Aquariumfische da und auch noch einen Kater und ich habe ja auch nichts wieder. Ja.